So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Software Inc. Hier beim Neubau unseres Gebäudes. Ja, in der letzten Folge haben wir ja schon gesehen, hier wurde einiges noch gemacht. Die Fenster drin, schon ein Teil gestrichen, aber der Großbau hier oben fehlt noch. Wir sind aber parallel auch dabei, BSG Audio 1 weiter voranzutreiben, wo wir auch ein Review laufen haben. Bin gespannt, wie das ausfällt, und wir designen ein neues BSG 2D, was 92 rauskommen soll, vielleicht sogar früher. Unser aktuelles 2D-Programm ist mit 70.000 Nutzern nicht schlecht, muss man sagen. Es wäre auch mal sehr interessant, wo wir eigentlich im 2D-Markt liegen. So, da sind wir auf Platz 3. Dann haben wir Power Premium 2 auf Platz 2 mit 93.000. Und Vector Scope 3 ist auf Platz 1. Sind aber beide nur gut. Wir sind hervorragend. Und sind eine ganze Zeit vor uns rausgekommen. Haben natürlich aber auch einen satten Gewinn damit gemacht. Muss man auch sagen. Und wir sind schon am Nachfolger dran. Vielleicht sind wir bald die Besten in der ganzen Geschichte. Jetzt ist mal die Frage, kann ich mir hier auch Details anschauen? Das hier ist der Marktführer sozusagen. Das hier sind wir. Aha, wir sind nur für OS 5 da. Die natürlich auch für die anderen. Also sollten wir es eventuell noch porten, wäre vielleicht auch nicht ganz ungeschickt. Muss man sagen. Die haben 3 Lizenzen drauf, wir keine. Technik Level 2D System. Sind wir deutlich fortschrittlicher. Franchise-mäßig haben wir gar nichts. Die haben noch, haben schon 2. Und Features-mäßig. Warte, gehen wir mal kurz auf Ding. Haben wir noch ein bisschen mehr drin wie die Herren hier, oder? Wir sind zwar alle ein bisschen unterschiedlich aufgebaut, aber im Endeffekt haben wir das Potenzial dazu, besser zu werden. Details, wir haben eine 6. Gut, dann geht es in die Verbesserung. Und dann heißt es für mich, unsere Software wird geportet. Jawohl. Aktive Nutzer bitte. Auf dieses System. Dieses System. Alles bis auf 10.000 nehmen wir mit. Und bam. Portierung gestartet. Und vor allem sind wir fürs Neue da. Das neue Betriebssystem. Da nämlich von 88. Das haben wir hier nämlich auch nicht drin. Das nehmen wir nicht mit rein, aber die zwei. Dann könnten wir vielleicht unsere Bürosoftware auch nochmal einen kleinen Schub verpassen. Und sie eventuell wieder ein bisschen anheben. Und durch das, dass wir hier portiert haben oder portieren werden, ändern wir hier den Preis auch nochmal. Und zwar gehen wir hier auf 59. Sollte uns alles ein bisschen voranbringen. Die Portierung wird wahrscheinlich eine ganze Weile dauern. Aber was soll's. Erstmal wird hier durchdesignt. Dann können die hier weitermachen. Das Tonprogramm ist auch noch im Design. Zack. Jetzt wird das wieder weiterentwickelt.
Das geht zügiger voran, unser neues 2D-Programm. Die Portierung dauert auch gar nicht so lang. Okay. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir den Support vielleicht für unser Office-Programm wieder in Betrieb nehmen. Wäre vielleicht nicht ganz verkehrt. Können wir das eigentlich wieder in Betrieb nehmen? Da ist Support. Nee, ich kann es nicht wieder annehmen, oder? Anscheinend nicht. Schade. Wäre jetzt eine schöne Nummer geworden. Klar, die Portierung kosten uns jetzt auch wieder eine Stange Geld. Aber gut. Ich sag so, wenn wir hier bei 60% sind, machen wir nochmal ein Review. Ja, wir haben Audioprobleme bei der Kunst. Aber es geht doch relativ zügig. Wir haben wieder Beförderung. Na, warte mal, komm, wir gehen nur auf Fortbildung. Geht schneller. Du bist eigentlich ein guter. Du gehst auch in die 3D-Richtung, bitte. Was haben wir hier Neues? Zwei Angestellte sind im Urlaub. Jawohl, können sie machen. Oh, Druckaufträge. Ziel. Passt. 192 Dezember. Sollte auch hinhauen. Kommt wenigstens wieder ein bisschen Geld rein. Unser Kontostand steigt. Unsere Nutzeranzahl geht schon wieder hoch. Schaut euch das mal an. 53 offene Dinge. Wir sind auf 91.000. Warum haben wir so einen Anstieg? Ja, ich beschwere mich jetzt nicht, aber... Wow. Gut, die gehen gerade auch nochmal hoch. Anscheinend ist hier gerade eine große Nachfrage. Gut, dass wir den Preis nochmal hochgestockt haben. Aber das heißt für mich auch, dass wir definitiv jetzt hier weiter die Gebäude einrichten. Teamwechsel, Raumeinschränkungen, gibt es da irgendwas? Meeting, Kantine, Pausenraum, jeder Leiter programmiert durch seine Dienstleistung. Lassen wir mal die Beschränkung. Dann ziehen wir hier oben jetzt einen neuen Raum ein. Und das wird das erste... Setze ich erst die Marketing hier unten hin. Oder Support. Jetzt wird die untere zwei Etagen Marketing machen. Perfekt. Dann bekommen die hier... Warte mal, machen wir hier eine große Tür rein. Komm, große Tür für Marketing. Wir könnten eigentlich einen Teil der Einrichtung von hier drüben nehmen, oder? Sind nicht das hier meine Marketing-Leute? Das ist Kunst und Design, das ist Support, das sind Marketing. Möbel im Raum auswählen und bewegen. Nehme ich die jetzt komplett mit rüber. Weil vielleicht passt die ja hier schon rein. Perfekt. Schaut euch das mal an. Wir haben es jetzt schon mal hier drin und werden es jetzt hier drin einrichten. Wird jetzt ein bisschen großzügiger das Ganze. Eine Pflanze haben wir hier schon.
Dann werden wir hier noch eine zweite Pflanze installieren. Beleuchtung 1, Beleuchtung 2. Der Sprinkler kommt hier hin. Ja, wir haben hier noch keine Heizung und nichts. Juckt mich nicht. Kommt schon noch. Verschieben. Dann kommt er hier hin. Der Sprinkler. Nein. Der Sprinkler kommt wieder hier hin. Das Ganze kommt hier rüber. Der bekommt hier eine Trennwand hin, der kriegt hier auch noch eine Trennwand. Dann wird das Ganze aber noch so hingesetzt. Der kriegt hier auch noch einen Sprinkler. Dann sind es nämlich schon mal zwei. Und nun würde ich knallhart sagen, wir setzen hier aber noch einen dritten rein. Ohne das hier vielleicht. So, der hat hier auch alles, oder? Was er braucht? Jawohl. Kommt der hier noch ein Sprinkler? Eigentlich brauche ich hier keinen mehr. Der kommt weg. Lampenmäßig kommt hier noch, kommen hier nochmal zwei hin. Dann hätte ich hier ganz gerne noch zwei Blümchen. In dem Marketingbüro. Oder hätte ich den schon modernen Tisch bringen sollen? Nee, der bringt Umgebung, das passt schon. Nee, das brauchen wir jetzt hier auch nicht mehr. Aber ihr kriegt hier noch sowas. Und dann machen wir den jetzt hier in Schwarz. Dahin, den gibt es noch mal, den gibt es hier noch mal. Sag mal so. Und eventuell gibt es hier noch ein Bild. Warte mal, kann ich da alle drei hinhängen? Das wäre richtig genial. Perfekt. Nein, halt, die müssen wir noch mal wegmachen, denn wir brauchen hier drin ja noch einmal Heizung und einmal Belüftung. Zusätzlich brauchen wir hier drin einen Feuermelder. Habe ich. Brauche ich hier noch Kameras hier oben? Normalerweise sollten das
Höchstens hier die Treppe. Wir wachen. Aber eigentlich nicht. Für was? Wir haben unten Kameras. Und das Büro, das gefällt mir so eigentlich echt ganz gut. Und danach ich jetzt Möbel in diesem Raum auswählen. Duplikat. Und setzt das Ganze jetzt schon mal so hier hin. Und werde hier auch eine Tür reinmachen. Dann ist das nämlich Marketing 2. Oh, das hat sogar mitgenommen. Meine Sprengler hat es mitgenommen. Was fehlt denn hier eigentlich noch? Eigentlich bloß wieder der Feuermelder, oder? Weil ich den nicht mitnehmen konnte. Und ganz wichtig, wir brauchen hier drin eine Uhr. Aber sonst ist hier, glaube ich, alles mit drin. Da gibt es nichts. Warte mal, das wird Teamwechsel. Marketing. Team 1. Müssen wir aber vielleicht schnell mal durchswitchen hier mit den Teams. Neues Team? Nee, nee, nee. Ich möchte den Namen hier ändern. Personalrollen umbenennen. Marketing 1. Marketing 1. Und dann gibt es noch Marketing 2. Und die arbeiten bei alle von 7 bis 17 Uhr. Ihr habt definitiv wann anders Urlaub. Ihr dürft gehen im November, Dezember. Dass immer irgendwo jemand da ist. So. Dann ist das jetzt hier nochmal Zuweisung Marketing 1. Das sind zwei Leute. Dann ist das Zuweisung Marketing 2, wenn wir es haben. Und hier drüben sind sie raus. Aus der Nummer. Ja. Da ist auch nichts mehr drin. Als nächstes wird hier der Support umgezogen. Was haben wir denn hier schon wieder? Eine Temperaturregler ist überlastet. Oha. Bist du hier überlastet? Status 85. 91. Gut, dann bessern wir jetzt einfach mal nach. Zentralheizung. Kommt mal eine zweite mit rein. Und eine Klimaanlage kommt oben dann auch noch mal dazu. Bam. Dann sollte das jetzt eigentlich wieder passen. Schauen wir noch mal runter. Status 100% wird Kapazität 51%. Kapazität 45%. Dann sollte das ja eigentlich jetzt wieder klappen. Wie läuft es hier eigentlich? Wir haben aktuell nichts mehr zu drucken, gell? Doch, ihr habt ein bisschen was. Neue Aufträge haben wir nicht. Aber das passt. Was ich mich jetzt allerdings schon die ganze Zeit gefragt habe, wir haben hier noch nicht mal ein Klo hier unten.
Wäre vielleicht auch sehr hilfreich, wenn wir das vielleicht noch einplanen. Zwar hier so in die Ecke. Tür geht hier rein. Da werden wir dann natürlich die Fenster rausnehmen hier hinten, dass die hier nicht reingucken. Da kommt eine Schüssel hin. Da kommt das Waschbecken mit rein. Warte mal, das setzen wir dann hier so eine Wandbeleuchtung. So, mehr haben wir hier drin nicht. Aber wir wissen ja alles, was rein muss. Und zwar kommt hier auch eine Heizung rein. Kommt aber hier hin. Eine Abluft kommt auch mit rein. Und bevor unser Brandexpektor wieder rumjammert, kommt hier auch noch ein Rauchmelder rein. Und dass die Keramik nicht abbrennt, kommt noch ein Sprenkler mit rein. Und eventuell hätte ich Bock, ein kleines Fenster hier reinzumachen. Natürlich mit Milchglas. Aber dann haben wir hier unten halt auch einfach mal wieder ein WC. Dann nehmen wir mal Boden. Nehmen wir die hier. Einrichtungstechnisch hätte ich hier eigentlich auch ganz gerne was mit Fliesen genommen. Aber sonst bleiben wir einfach in unserem Stil. Das machen wir so. Den Boden. Nee, lieber nicht. Gehen wir vielleicht so ein bisschen ins Bläuliche rein. Mit unseren Fliesen. Und die Wand nehmen wir so ein bisschen ins Dunklere, so ins Grau. Da kommen eben einfach weiß. Übernehmen. BSG Power PC. Dann haben wir das nämlich hier auch drin. Können unsere Leute nämlich auch aufs Klo gehen. Weil hier oben haben wir nämlich auch wieder keins. Ist ja auch, sind ja eher Durchgangsräume, aber irgendwo sollte man schon schauen, ob wir vielleicht so ein kleines, eine kleine Toilette hinkriegen. Aber dafür ist halt aktuell echt ein bisschen eng. Wir könnten theoretisch hier so ein Stück rausnehmen auf den Etagen, wo wir die Klos installieren können. Wäre natürlich noch möglich. Weil es wäre schon am besten, wenn wir auf jedem Stock ein Klo haben für die Leute hier, dass sie nicht ewige Wege haben. Komm, das machen wir jetzt auch. Ah ja. So. Oh, das habe ich natürlich vergessen, so rumzumachen, dass ich das Eck gleich mitnehme. Aber was soll's? Und dahin, hier haben wir das Klo schon.
So, diesen Raum hier können wir eigentlich gleich hernehmen. Das wird zum Tower. So. Das passt. Unten, wir haben überall die Tür. Wir nehmen es jetzt hier, Möbel in dem Raum, kopieren. 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 Kopieren und das war's. Jetzt brauchen wir bloß noch überall eine Tür. Die würde ich allerdings hier oben auf diese Seite setzen. Da müssten wir theoretisch die die Lampe auf diese Seite setzen. So, Tür rein. Tür rein. Tür rein. Tür rein. Und das war's. Wieso ist denn der Lüfter auf der anderen Seite hier? Der gehört doch eigentlich auf diese Seite. Weißt du was? Ist egal, setzen wir überall auf die Seite rüber. Dann könnten wir vielleicht hier auch überall noch ein kleines Fenster reinsetzen, was nicht schaden würde. Jawohl. Dann haben wir doch jetzt knallhart überall WCs mit drin. Unser Support-Team hat ein neues Reich. Und ich würde sogar... unser Marketing hat ein neues Bereich. Und dann kommen hier noch die Support-Büros rein. Wird dann Support 1, 2, 3. Und da würde ich sogar hier die Möbel rausnehmen. Das Ganze kopieren. Hier oben reinsetzen. Nochmal kopieren. Nochmal kopieren. Und das war's. Jetzt machen wir allerdings 1. Weil es ist ja unser Support-Bereich. Speicher den Stil. Machen wir so. Und machen das hier rot. Und dann machen wir es genau andersrum. Dass die Räume auch ein bisschen anders sind. Da haben wir natürlich die gelben. Die Teppiche gibt es auch mit gelb. Sekundär, ne, warte mal. Doch sekundär ist es. Den Stil, der wird gespeichert. So. Dann würde ich aber bei denen noch sagen, kriegt ihr weiße Regale. Heizung ist drin, Klima ist drin. Das machen wir jetzt hier genau das gleiche.
Rot, Rot. Gelb. Rot. Das da müsste dann das gleiche sein. So, dann haben wir das nämlich ein bisschen identisch alles eingerichtet. Da ist auch alles drin. Also ich habe hier Eingangsbereich, Marketing 1, Marketing 2, das da ist Teamwechsel, Support 1, dann gehen wir wieder, hier ist Teammanagement, wir brauchen einen, wir machen es mal so, STGC, STGV, Support Team 2 und Support Team 3. Dann wie gesagt, das hier war Support 1, die angehabt. Ja. Dann ist das hier Support 2. Teamwechsel Support 3. Und dann können wir den aufstocken, den Support. Und haben die hier untergebracht, da wo wir selten hin müssen. Und die Hauptgeschichte spielt sich dann in der oberen Etage ab. Klo haben sie alle. Muss man sagen. Da gibt es gar keine Probleme. Hier wird noch einmal mustermäßig eingerichtet. Und auf die ganzen Etagen verteilt. Das kriegen wir noch hin. Aber ich denke auch in der nächsten Folge. Hier oben wundert ihr euch wahrscheinlich, weil der Raum nicht betretbar ist, haben wir hier immer ein Ausrufezeichen. Aber wenn ich das als Pöller mache, wie hier drüben, kann ich die Werbung hier nicht drauf klatschen, unseren Firmennamen. Deswegen muss ich es leider so machen. Aber dafür finde ich auch noch eine Lösung. Aber dann haben wir jetzt hier auch, muss man sagen, unseren Support von hier drüben mit rübergenommen. Dann können wir nämlich hier sagen, Möbel auswählen und tschüss. Der Raum ist leer. Den braucht kein Mensch mehr. Möbel hier drin und tschüss. Braucht auch kein Mensch mehr. Dann sind eigentlich nur noch wir und die Programmierer hier drin. Kunstteam und Designteam. Und unsere kleine Kantine. Und die werden als nächstes umziehen. Geld haben wir ja aktuell genug. Aber wie gesagt, sehen wir alles danach. Wir schauen, dass unseren Leuten überall gut geht. Und wir werden weiter wachsen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne mal ein Däumchen da. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit reinschauen würdet. Euch jetzt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.